1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. Ja, liebe Leute, ich grüße euch sehr herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Ich begrüße zunächst die Hörer bei 1 Live und die Zuschauer von 1 Festival. Die Zuschauer vom WDR Fernsehen werden circa 18 Minuten später zu uns kommen. Das für heute geplante Thema Schuld, das verschieben wir auf die Nacht von Donnerstag auf Freitag und machen heute die Sendung auf und frei für alle eure Themen. Also eine offene Talkradio-Show heute Nacht. Wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, völlig egal über was, dann meldet euch 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Meine erste Anruferin ist die Gerta und Gerta ist 70 Jahre alt. Ja, knapp im September, aber es kommt in etwa. Okay, dann sage ich noch 69. Und noch was drauf, ja. Gerta, schön, dass du da bist. Um was geht's bei dir? Ich wollte da sagen, dass die Zeit nicht alle Wunden heilt. Mein Mann ist vor einem Jahr und 5 Monaten verstorben. Und zwar nach 47 gemeinsamen Jahren. Etwas älter nur, als ich war. Ja. Und ich habe mitgelitten. Erstens war er ein lieber Mensch, war ein verlässlicher, treuer Mensch. Ja. Und zwar war das eine seltenere neurologische Erkrankung. Die ist nicht so bekannt wie heißt denn die? Parkinson. Chorea Huntington. Aha. Das ist ein defektes Gen, was da zugrunde liegt. Ja, wie macht sich denn diese Erkrankung bemerkbar? Das wusste er gar nicht, dass er dieses defekte Gen beherbergt. So, ich konnte es auch nicht so herausmerken, weil das nachher immer schlimmer wurde, fing langsam an. Mhm. Und zwar hat er, wie soll ich sagen, also das betrifft das Zentralnervensystem, mhm. ja. Und das ist ja so wichtig, auch da liegt ja die Orientierung, die Wortfindung, gehen können, nachher schlucken und auch naja, atmen können, wo man Muskeln auch verbraucht. Wie lange hat er gelitten, Gerta? Gelitten hat er Jahre, aber die leisen Anfänge der Erkrankung, die liegen vielleicht doch so 10 und noch ein bisschen mehr Jahre. Ach, so lange. Ja, er wurde 72, aber das wurde ja schlimmer. Also Rollstuhl nachher nicht mehr schlucken können und Atem. Du sagst, dass er vor einem Jahr ist er verstorben, nach 47. Ein Jahr und 5 Monate. Ja, vor einem gut anderthalb Jahren. Und ich bin so traurig. Und nach 47 Jahren gemeinsamen Jahren. Davon 44 heiratet. Aber ich bin so runtergekommen mit dem Widerwillen, mit dem Körpergewicht, weil man leidet ja mit einem lieben Angehörigen mit. Ne? Und dann bin ich mitgezogen mit ihm. Ich kann ja ruhig die Städte nennen, das ist kein Geheimnis. Wir haben 37 Jahre in Meerbusch-Büderich gegenüber von Düsseldorf gewohnt. Und jetzt bin ich selber schon 4,5 Jahre in diesem großen Haus für Senioren in Erkelenz bei Mönchengladbach. Ja, ne? ja. Und ich hätte ihn auch zum Nordpol begleitet. Ach so, Moment mal. Halten. Er musste in ein Pflegeheim. Ja, er musste rund um die Uhr. Er musste, das konntest du gar nicht mehr schaffen. Nein, ich hab schon mal mit dir telefonieren dürfen. Und zwar wegen meiner eigenen anderen neurologischen Erkrankung. Ich habe eine Spastik im linken Bein durch den Zeckenstich. Ah, ich erinnere mich. Da habe ich mal mit dir darüber geredet. Ja, ich erinnere mich. Das ist viele Monate her. Da lebt mein Mann noch. Ja, ja. Aber das war zur Erkelenzzeit. Okay, dann hast du deinen Mann begleitet. Ich habe ihn begleitet und ich wohne im dritten Stock in einem Apartment. Und er war auf einer der 4 Pflegestation im Riesenhaus. Also du bist wegen ihm mitgegangen in dieses Heim, sagen wir mal so. Wegen ihm, weil wegen meiner Beingeschichte, also weil ich eine Gehhilfe und eine Schmerzpatientin brauche. Mhm. Das heißt, du wohnst da jetzt auch immer noch und hast auch vor, doch zu wohnen. Ja. Ist das nicht sogar etwas hilfreich, wenn man da im Kreis von Menschen lebt, nach einem solchen Schicksalsschlag, als wenn man alleine zu Hause ist? Betreutes Wohnen heißt das für mich. Ne? Mhm. Ja, aber was ich ja nun mache, und weil ich ein hochsensibler Mensch, wo scheinbar immer war, kann man sich über sich selber nach so vielen Jahren vielleicht doch sagen, die man schon auf dem Puckel hat. Ich habe mich ziemlich im dritten Stock zurückgezogen und dann animieren dich die netten Frauen, die ich hier kennengelernt habe, die sagen,
ziehen sich doch nicht so zurück. Mhm. Ne? Und so. Aber das tue ich, weil ich auch weil ich traurig bin. Und weißt du, ich bin eine schlechte Gesellschafterin, wenn du selber mit dir noch nicht im Reinen bist oder nicht. Ja, verstehe ich. Andererseits, Gerta, nutze das doch als Chance, dass du da wohnst. Dass du Menschen, auch nette Menschen um dich herum hast. Ich verstehe deinen Satz, wenn du sagst, die Zeit heilt nicht alle Wunden. Nein, sie heilt sie nicht, sie verändert sie aber. Das kann man sagen. Ja, ja. Und wenn etwas bei der Trauer hilft, wenn überhaupt ein bisschen was helfen kann, dann ist es Ablenkung. Ja, mein Arzt hat sogar zu mir gesagt, das wissen Sie, dass das auch ein Teil oder im Sinne nach Egoismus ist. Das hat er recht. Mhm. Ich kann ihn nicht mehr anschauen, ich kann ihn nicht mehr im Rad fahren. Mhm. Das ist der egoistische Teil dieser Trauer. Ne? Versuche doch ganz einfach mal, vielleicht in so kleinen Schritten wieder nach außen. Das heißt, du brauchst ja nur ein paar Meter zu gehen, dann bist du schon in Gesellschaft quasi. Innerhalb des. Versuche es einfach mal in kleinen Schritten zu machen. Mhm. Denn das, was du gerade tust, das ist, glaube ich, das ist ganz schlimm. Ins Schneckenhaus. Da machst du dich kaputt mit. Wie so ein weitwundes, wie so ein getretener Hund ja. oder ein Tier. Weißt du, das kann ich durchaus verstehen, dass man das die ersten Wochen, vielleicht auch noch ein paar Monate macht. Monate. Mh. Aber nun sind anderthalb Jahre rum. Ja, ja. Nun müsstest du einen kleinen Schritt nach draußen gehen. Ja, der eigene Sohn, der jetzt in andere Stadt wohnt und das Grab ist auch knapp 50 Kilometer eine Tour von hier entfernt. Mhm. Ja, der versteht mich nicht. Der hat den Vater zwar verloren, der ist 43 Jahre, der Sohn, wir haben nur den einen. Aber der hat den Vater geliebt, aber der hat das mehr mit dem Kopf verarbeitet. Mhm. Und jeder trauert anders, das habe ich aus einer Fernsehsendung entnehmen können. Definitiv, innerhalb einer Familie. Man kann da niemanden Vorschriften machen. Missverstehe mich da nicht. Aber ich glaube, dass dir auch jeder Mensch, der sehr, sehr erfahren ist mit Trauer und Trauerbewältigung, das Gleiche sagen würde, dass du versuchen solltest, vorsichtig wieder etwas unter Menschen zu gehen. Ich war 59 Kilo, ich habe eigentlich 72 Kilo, ne? Ja. Also nur mal als Vergleich. Ich glaube ja, so wie ich dich jetzt hier gerade erlebe, dass du auch unter Menschen gehen kannst und dass du dich auch mit Menschen gut unterhalten kannst. Ja, ich liebe meine Mitmenschen, ne? Kann ich sagen. Ne? Und ich glaube auch, dass du das Ganze im Sinne deines Mannes tun würdest. Das sagen andere liebe Frauen hier im Haus, die ich kennengelernt habe. Mm-hmm. Das kann ich ruhig sagen, wie das hier heißt. Das kannst du vielleicht schon mal gehört haben. Ja, das müssen wir jetzt gar nicht alles sagen, wie also das da heißt. Wie die, da gibt es viele Häuser. Ja, das müssen wir nicht. Also, für Senioren. Ich verstehe schon. Ich glaube, das ist auch nicht im Sinne deines Mannes. Also Gerta, ich würde dir das wirklich sehr raten. So leid mir das tut, was geschehen ist, aber mach ein paar Schritte raus. Ja. Und das Letzte noch, weil die Zeit ist so wertvoll, das weiß ich selbst. Ich wollte nur noch sagen, das wurde ja immer schlimmer. Und als er seine Erkrankung, da gibt's noch nichts, da wird geforscht in Vancouver, Kanada, bei Mäusen hatten sie Erfolg, aber Mäuse sind keine Menschen, ne? Ja. Bei dieser Huntington-Krankheit. Und da wollte ich jetzt nur noch sagen. Und dann konnte er das nachher eigentlich auch gar nicht mehr mit ansehen. Und als er noch eine mehr Apparate Medizin bekommen sollte, da haben wir eigentlich auch die andere. Ich würde mal sagen, Gerta, mach mal da mal einen Schnitt. Gucken wir mal nicht zu sehr mehr in die Vergangenheit. Sondern ein bisschen in das Jetzt und ein klein bisschen in die Zukunft. Ja, das ist wirklich so. Und dann mach ein paar Schritte nach vorne. Ich versuche es. Ich wünsche es dir von ganzem Herzen. Aber es geht wie im Schneckentempo. Ja, aber immerhin, Schneckentempo wäre zumindest etwas. Schneckentempo. Ja? Liebe. Ich wollte noch zu dir sagen, ich glaube, du selber bist unter dem Schützezeichen. Ja, das ist so, genau. Ja, und mein Mann etwas später Steinbock, lieber Steinbock. Liebe Gerta, ich wünsche dir von Herzen alles Dankeschön. Gute. Tschüss. Und alles Gute euch auch. Dankeschön, tschüss. 0800 220 50 50, unsere Telefonnummer. Wenn ihr auch gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch. Und hier ist Joachim. Joachim ist 55. Hallo Joachim. Ja, hallo Jürgen. Ja, schön, dass du da bist. Kompliment für deine Sendung. Ich verfolge dich schon jahrelang. Und vielen Dank. Ja, ich finde es einfach toll, wie du mit den Menschen umgehst. Ja, finde ich toll. Und danke dir vielmals. Um was geht's denn bei dir? Wie bitte? Um was geht's denn bei dir? Also bei mir geht's um meine Beziehung. Mhm. Ich habe vor anderthalb Jahren eine Frau kennengelernt beim Tanzen. Wir sind beide Hobbytänzer und lieben Musik und haben auch das im Blut. Und jedenfalls ist es so, dass ich jetzt nach anderthalb Jahren immer mehr das Gefühl habe, dass unsere Beziehung ziemlich einseitig läuft. Was heißt das? Und das heißt also im Geben und im Nehmen. Ja. Das heißt, du gibst mehr? Ich gebe mehr. Und sie nimmt nur. Und,
meine Freundin sagt ja, sie gibt es ja auch zu und so weiter und so fort. Ich muss dazu sagen, sie lebt in Trennung seit über 2 Jahren. Mhm. Und wir beteuern uns. Sie lebt in Trennung, heißt sie ist getrennt. Sie ist getrennt, ja. Sie ist ordentlich getrennt. Mhm. Sie wohnt mit ihrer Tochter, wir haben also beide separate Wohnungen, wir wohnen 30 Kilometer auseinander. Verstehe. Und im Prinzip ist es so, ich fahre die Woche 2-3 Mal hin. Mhm. Angefangen hat es so, dass ich mich gewundert habe, also sie hat, sie ist in 1,5 Jahren, ist sie einmal zu mir gekommen. Ach. Einmal hat sie mich besucht, aber auch nur deswegen, weil mein Auto defekt war. In 1,5 Jahren hat sie dich einmal nur besucht. Warum denn? Ja, sie meint eben halt Bequemlichkeit. Das ist ja mein Problem. Mhm. Sag mal noch ein paar Beispiele, wo du sagst, dass du eher der Geber bist und sie die Nehmerin. Also beispielsweise ihre Wohnung, ihr Zuhause. Mhm. Mache ich schön, repariere ich. Ich habe viele Dinge angeschafft, die ich dorthin gestellt habe, damit ich auch einen Teil von mir habe. Ich bin ja da nicht ganz so, sondern es war auch immer so, dass ich mich damit auch so identifizieren konnte. Mhm. Also du machst dir die Wohnung schön, du renovierst. Schön, ich mache das Haus schön, ich renoviere. Ja. Ich, haben wir noch Beispiele? Ich fahre hin, ich kaufe Essen, ich versorge sie mit, weil unsere finanzielle Lage ist im Moment nicht so toll, aber ich bemühe mich mit dem, was ich zur Verfügung habe. Achso, das heißt, du pumpst da auch wirklich noch Geld? Nein, ich mache das ist für mich eine Normalität, wenn sich zwei Menschen zusammenfinden und... Okay, das will ich gar nicht diskutieren, aber du tust es, du gibst Geld. Nein, ich gebe nicht Geld, sondern wir gehen gemeinsam einkaufen. Ach so, und du bezahlst es dann? Oder ich nehme es mit, ich nehme Sachen mit, ich koche, ich mache, ich tue, ich mache alles. Wenn ihr essen geht, dann bezahlst du? Ja, gut, wir gehen selten essen, aber meistens ist es so, dass ich sie dann abends von der Firma abhole und dann, ach, lass uns noch was einkaufen, dann sage ich, ah. Okay, soweit die materiellen Sachen. Wie ist es denn in Sachen Gefühle und Emotionen? Bist du da auch eher der Geber? Auch da bin ich der Geber. Wie magst du das? Wie bitte? Wie magst du das? Wie ich das merke. Also ich merke das im Prinzip so, dass sie sagt, also sie ist also ein Mensch, der trägt die Herz auf die Zunge. Sagt man das so? Ja, so sagt man das. Mhm. Und sie sagt, also wie soll ich sagen, ich merke das im Prinzip so, wenn wir in Verbindung treten. Mhm. Also sie sagt zu mir, ja, sie telefoniert ja nicht so gerne. Mhm. Sie schreibt nicht so gerne SMS. Sie sagte auch, ja, in der Woche bräuchte sie mal so 2 Tage wieder, um Boden zu finden und so weiter und so fort. Und fragt sie dich denn zum Beispiel so nach deinen Befindlichkeiten? Interessiert sie sich für dich, was du tust und empfindest? Ja, das ist sporadisch. Das ist sporadisch. Also sporadisch heißt ab und zu mal, du fragst mehr nach, wie es ihr geht und wie sie sich fühlt, als umgekehrt. Ich gehe mit ihr auch zum Arzt. Ich kümmere mich drum. Sie ruft mich an, wenn ihr was fehlt. Ich gebe Ratschläge. Ja. Ich mache die administrativen Dinge. Ich muss das wirklich sagen. Was macht sie denn für dich? Wie bitte? Was macht sie denn für dich? Wenig. Bis gar nichts. Wir sind am Wochenende. Warum machst du das mit? Ja, warum mache ich das mit? Also, A, gibt mir das auch in gewisser Weise von Selbstbestätigung, da bin ich ganz ehrlich, für mich selbst auch. Ja. Ich übernehme gern Verantwortung. Ich möchte mit dieser Frau alt werden, das will sie auch, aber sie weiß noch nicht wann und sie weiß auch nicht, ob sie sich so scheiden lässt und wann sie scheiden lässt und überhaupt. Du möchtest mit dieser Frau alt werden, obwohl du so eine gravierende Kritik an ihr äußerst. Das ist richtig und ich habe auch immer gehofft und hoffe auch immer, weil sie es manchmal auch zugeben kann. Sie kann es auch zugeben und sagt, auch du, Joachim, verdienst das Beste. Aber ja. Hast du denn ihr das auch schon mal alles so klar auf den Tisch gelegt, wie du es mir gerade gesagt hast? Schlimmer als klar. Wir haben schlimmer als klar. Und es gibt keine Besserung, es gibt keine Reaktion darauf? Nein, es gibt nur eingeschnappt sein. Ich sag ja, sie... Ach so, sie ist dann beleidigt. Sie ist dann beleidigt und unterm Strich ist, sie macht das mit seinem Bauchgefühl und eigentlich bin ich ja der ein Problem hat. Also so nach dem Motto. Mhm. Auf der anderen Seite ist es wieder so, wenn sie dann so Phasen hat, heiratest du mich und ich möchte, dass unsere Kinder zusammenkommen und wie auch immer und Harmonie und so weiter und so fort. Aber sie kann nicht loslassen. Sie bewegt sich, also ihre 3 wichtigsten Dinge sind
Ihre Tochter, die zu Hause ist, die studiert in Hamburg, was ich natürlich voll einsehe. Also, es ist ja auch so, wenn ich dich unterbrechen darf, dass du dir natürlich, wie du es gerade auch schon selbstkritisch gesagt hast, in dieser Rolle gefällst, in der Rolle des Gebers. Und das ist ja eine gewisse, eine zentrale Rolle, die du da spielst. Auf Dauer, finde ich allerdings, ist das keine gesunde Grundlage für eine Beziehung. Denn du spürst ja auf der anderen Seite auch das Missgefallen. Das heißt, du fühlst dich ja auch nicht wohl dabei. Nicht immer, nein. Nein, das würden wir auch gar nicht miteinander reden jetzt. Das heißt, einerseits tut dir das gut und pinselt vielleicht deine Eitelkeit etwas, dass du da so im Zentrum stehst. Andererseits allerdings gehst du leer aus. Und das ist immer unangenehm, mit Nehmern zusammen zu sein. Nehmer sind schlimme Menschen, finde ich. Ich habe es gerade nur mal so eigentlich rhetorisch gefragt, weil es ist fast immer so, dass jemand, der im Materiellen ein Nehmer ist, ist auch im Emotionalen ein Nehmer. Ja. Das ist fast immer so. Wir hatten gestern ein grundlegendes Gespräch und das hat mich veranlasst. Ich habe ja gestern Abend schon versucht durchzukommen. Mhm. Wir hatten gestern ein grundlegendes Gespräch. Da meinte sie, also in meiner Vergangenheit, also ich war zweimal verheiratet, habe mich getrennt, sagt sie, muss es so gewesen sein, dass also die Frauen, die ich hatte, haben mich sehr geliebt. Mhm. Ich dagegen konnte nicht so geben, weil ich wahrscheinlich nicht so geliebt habe. Mhm. Was ja nur zum Teil stimmt, ist ihre Meinung gewesen. Mhm. Sie sagt, aber ich sage, wie war es denn bei dir? Ja, sagt sie, sie hat gegeben und hat das nicht zurückbekommen. Dann habe ich gesagt, dann bin ich jetzt aber arm dran. Ja, sagt sie, und das tut mir so gut. Und natürlich macht sie mir Komplimente. Natürlich sagt sie. Ja, aber wenn sie schlechte Erfahrungen gemacht hat, ist das noch lange kein Grund, diese auf dich zu übertragen. Jeder Mensch ist eine neue Geschichte und verdient neue Chancen. Ein Neuanfang. Ja. Für mich. Letztendlich. Das leitet uns anderthalb Jahre schon. Ja, letztendlich geht das nur, indem du da etwas mehr und radikaler das einforderst, vielleicht kann sogar die ganze Beziehung scheitern daran. Ja, das sehe ich auch so. Das ist die Sorge habe ich fast, so wie du es gerade beschrieben hast. Sie treibt mich irgendwo weg. Aber ja, wenn die dann auch noch eingeschnappt reagiert, allein die Tatsache, dass die dich einmal besucht hat, würde mich sowas von kränken. Ja. Was ist denn das für ein Zustand? Natürlich besucht man sich gegenseitig, mal da, mal da. Ja. Das ist ja auch ein Zeichen des Interesses an der anderen Person. Nee, also Joachim, ich würde dir ja da raten, härter aufzutreten, definitiv härter aufzutreten, damit die vielleicht auch wach wird und kapiert, dass sie es nicht so macht. Vielleicht hat sie auch gelernt, dass sie es so mit dir machen kann. Du hast es ja anderthalb Jahre mitgemacht. Ja, aber Domian, ich habe ja auch zu verstehen gegeben, man zeigt ja auch dem anderen, wie man es gerne hätte, wie man weißt du, wenn ich ihr Interesse zeige, sie fragte neulich auf der Straße, wenn sie dann irgendwann mal in den Rollstuhl müsste, ob ich sie schieben würde. Ich sage, ja, wenn du das für mich auch tust, da ist auch kein Thema, dann ist sie beleidigt, wenn ich das zum Thema mache. Mhm. Also eine Selbstverständlichkeit. Ich würde euch auch noch vielleicht auch noch abschließend raten, wenn ihr beide da nicht zueinander kommt, dass ihr euch vielleicht für ein, zwei, drei Mal mit einem Paartherapeuten zusammensetzt. Das ist immer gut. Oder sagen wir mal so, das kann auf keinen Fall schaden. Wenn ihr an einen guten Typ geratet, dann kann das eine gute Wirkung haben. Würdet ihr gerne noch von meinem Psychologen da die ein oder andere Adresse geben? Ja, gerne. Ja? Dann machen wir es so, Joachim. Dann legst du bitte auf, der Peter ruft dich gleich nochmal an. Und ich möchte gerne Autogramm haben. Sehr gerne. Dann sagst du dem Peter deine Anschrift, dann schicken wir. Ich wünsche dir alles Gute. Dankeschön. Tschüss, Joachim. Tschüss. So, ihr Lieben, jetzt sehe ich gerade im Fernsehen den Vorspann laufen. Jetzt kommen die Zuschauer des WDR-Fernsehens auch dazu. Und die Zuschauer des WDR-Fernsehens begrüße ich jetzt sehr herzlich. Ihr Lieben, wir bitten um Entschuldigung. Asche auf unser Haupt. Wir sind viel zu spät. Das wussten wir gestern noch nicht. Und wir bitten, das zu entschuldigen. Die für heute geplante Sendung, Themensendung Schuld, die verschieben wir auf die Nacht von Donnerstag auf Freitag. Wir haben jetzt heute hier die Sendung, wir haben ja hier im Radio und bei 1 Festival schon angefangen, aufgemacht. Also eine offene Talk-Radio-Show. Wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, egal über was, dann meldet euch. Und die Themensendung, die machen wir in der Nacht von Donnerstag auf Freitag. Da heißt das Thema dann Schuld. Also, ich würde gerne mit euch sprechen, wenn ihr das auch wollt, 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de.
Und wenn ihr mailt, bitte vergesst nicht, eure Telefonnummer in die Mail reinzuschreiben. So, ich bin gespannt auf Bambina. Hallo. Hallo, Jungs. Bambina, 37. Ja. Ist das dein richtiger Name? Ja. Das ist ja lustig, das klingt ja nett. Ist das ein italienischer Frauenname? Ja, italienischer. Ein Italiener, ich dachte, Bambina ist irgendwie so die Form für Kind, oder? Kleinkind? Nee, das kommt, weil mein Vater so geheißen hat. Und in den Stadtteil, wo mein Papa herkommt, ist das so üblich, dass die ersten Kinder nach den Eltern des Mannes genannt werden, sozusagen. Achso, nur hoffe ich, dass wir beide uns gut unterhalten, weil die Leitung ist nicht so dolle. Bambina, ich begrüße dich sehr herzlich. Um was geht's bei dir? Es geht darum, dass ich innerhalb von 3 Monaten plötzlich meine Eltern verloren habe. Beide. Dass du innerhalb von 3, kannst du vielleicht mit dem Handy irgendwie näher ans Fenster gehen? Ist sehr schwer zu verstehen. Ich schau mal. Innerhalb von 3 Monaten hast du deine Eltern verloren? Ja, beide. Beide Eltern verloren? Ja. Wie ist das geschehen? Durch einen Unfall oder sind beide plötzlich erkrankt? Nein, meine Mama ist eigentlich mit Gelbsucht ins Krankenhaus gekommen, hat gedacht, auf Gelbsucht, da wollten sie so operieren. Und das ging nicht, weil da ein Tumor lag und mein Papa selber ein Pflegefall war, weil er einen Bandscheibenvorfall hatte und dadurch Pflegefall war. Und und dann hat er gedacht, ja, meine Frau hat jetzt Krebs und Dina kann uns nicht beide pflegen und dann gehe ich halt. Der hat sich umgebracht. Der hat sich umgebracht? Ja. Wie hat er sich umgebracht als Pflegefall? Ja, eigentlich weiß ich das nicht so offiziell. Offiziell heißt es, er hat Tabletten genommen. Aber soviel ich weiß, hat er auch Rattengift geschluckt. Rattengift geschluckt? Ja. Wie schrecklich. Ja. Wann hat er das gemacht? War er in der Zeit eine Weile alleine dann offensichtlich, dass er das tut? Wir waren erst zusammen im Krankenhaus und dann ist meine Mama in einer anderen Klinik nach Bochum gekommen. Dann ist er abends nach Hause gekommen. Und am nächsten Tag konnte mein Bruder ihn nicht mehr abholen. Er hat geklingelt und geklingelt und geklingelt und da war er schon tot. Also hat sich in der Nacht wohl umgebracht. Was heißt Pflegefall genau bei ihm? Konnte er, beweglich war er noch? Der hatte 2004 hatte einen Bandscheibenvorfall. Er konnte ein halbes Jahr nicht laufen und hat dann wieder das Laufen gelernt, allerdings unter Schmerzen. Und das ging dann auch so ganz nur langsam voran mit dem Stock oder mit der Gehhilfe und der ging auch gar nicht mehr raus. Der hat auch viel gelegen und dann macht der Kreislauf ja auch irgendwann schlapp. Und dann das heißt, ich sage jetzt mal in dicken Anführungszeichen, es war nur ein Bandscheibenvorfall. Er hatte keine tödliche Krankheit. Nein, hat er nicht. Das heißt, der fühlte sich ständig schlecht und hatte Schmerzen und er hielt es auch einfach nicht mehr aus. Jetzt war ich gerade so geschockt und habe das gar nicht richtig zeitlich auf die Reihe gebracht. Hat er sich das Leben noch genommen, bevor deine Mutter gestorben ist? Ja. Ja. Das heißt, deine Mutter hat mitbekommen, dass er sich das Leben genommen hat? Ja. Wie lange hat deine Mutter dann noch gelebt? 3 Monate. 3 Monate. Wie ist das für dich, Bambina? Wie gehst du damit um? Ja, also mein Bruder hat mich angerufen, dass mein Papa tot ist. Und dann stand irgendwo die Frage im Raum, warum? Ich wusste nicht, warum. Ich hatte irgendwo keinen Anhaltspunkt oder ich habe einfach erst gedacht, warum? Und dann war ich sauer. Dann habe ich gesagt, warum hat er das gemacht? Lässt uns mit dem ganzen Scheiß jetzt einfach alleine. Und ich kann jetzt zusehen, wie ich klarkomme. Ich meine, ich habe ja auch nicht gewusst, dass sie beide im Krankenhaus waren, dass er wieder rauskommt. Wäre ich vielleicht zu Hause gewesen. Da mache ich mir halt ein bisschen Vorwürfe. Weil ich wäre ja dann da gewesen. Dann hätte das vielleicht nicht passieren können. Ich weiß es doch nicht. Andererseits kannst du ja auch nicht rund um die Uhr bei ihm sein. Nee. Wie hat denn deine schwer kranke Mutter das aufgenommen, als sie das gehört hat? Die stand unter Medikamente und die sagte nur, ja, das weiß ich, das habe ich mir gedacht. Weil er schon vorher immer gesagt hat, sie im Rollstuhl saß, ich will nicht im Rollstuhl enden und ich habe immer Schmerzen und es fährt gerade ein LKW vorbei. Sagt er, ich habe immer Schmerzen, ich will nicht mehr leben, ich bringe mich um. Und das hat das, ich weiß nicht, der war zwar in psychologischer Behandlung und kriegte dann auch Tabletten und so, aber die brauchen erst ein halbes Jahr, bis die wirken. Und sie hat sich das irgendwie gedacht. Wann ist jetzt deine Mutter gestorben? Am 27.02. letzten Jahres. 27.02. letzten Jahres. Da ist ja dann doch jetzt schon einige Zeit vergangen. Wie stehst du heute zu all dem, was geschehen ist, dass zum Beispiel dein Vater das getan hat?
Ja, ich habe lange gebraucht, um das einfach zu akzeptieren, dass sie überhaupt tot sind, weil ich war viel da oben eine Zeit lang, und wie ich dann meinen Partner kennengelernt habe, der hat sich so super mit meinen Eltern verstanden. Das ist der erste, den ich kennengelernt habe, der sich überhaupt mit meinen Eltern verstanden hat. Dein Partner? Oder gar nicht, mein Partner. Mhm. Und ich sage, ohne den hätte ich es nicht geschafft. Mhm. Dennoch, nochmal die Frage, wie stehst du heute dazu, dass dein Vater dir das Leben, sich das Leben genommen hat? Ja, irgendwo denke ich auch, ich hätte es nicht geschafft, beide zu pflegen. Das weiß ich jetzt mittlerweile, mhm, weil es war schon schwer, meine Mama zu pflegen. Mhm. Aber auch Wohnungssituationen möglich wäre es auch nicht gegangen, weil ich habe einfach keinen Platz. Ich hatte gerade mal den Platz für ein Bett. Ja. Dann hätte ich umziehen müssen mit meinen ganzen Klamotten nach meinen Eltern, und das wäre auch nicht gegangen. Da hätte ich ja auch nichts für mich. Da hätten die beiden vielleicht im Schlafzimmer gelegen und ich hätte im Wohnzimmer gelegen. Oder das, naja, aber deine Mutter wäre ja gestorben an ihrer schweren Erkrankung. Und dann wäre der Vater ja alleine geblieben. Ja, das stimmt. Hast du, wie ist es denn heute? Gibt es irgendwie doch noch ein Schuldgefühl? Oder sagst du, das ist nun mal so Schicksal und das akzeptiere ich so? Nein, ich habe kein Schuldgefühl mehr. Ich habe meine Mama 10 Wochen lang gepflegt und die war so froh darüber. Und also ich meine, sie hat viel geweint wegen Papa, und dann bin ich auch meistens aufgestanden und habe es im Arm genommen, dann haben wir beide geweint, aber ich habe keine Schuldgefühle. Mhm. Also sie hat geweint wegen Papa, als sie dann, als ihr das richtig klar wurde, dass er sich das Leben genommen hat. Dann stand es halt nicht mehr so doll unter Medikamenten. Mhm. Aber sie hat das dann ja offensichtlich so eingeschätzt, dass er vom Typ her so ein Mensch ist, der dann aufgibt. Ja, das habe ich auch nie gedacht. Also ich habe immer gedacht, mein Papa ist stark, aber der war gar nicht so stark, wie ich dachte. Mhm. Zu wem hattest du die engere Bindung? Ja, ich habe zu beiden eine gute Bindung gehabt. Also wenn es irgendwelche Probleme gab, ob das jetzt in der Schule war oder sonst, dann habe ich erst mit Mama geredet und sie hat dann mit Papa geredet und dann haben wir zu dritt geredet und dann war gut. Also, du sagst, du hast kein Schuldgefühl, dass er das gemacht hat. Hast du es ihm auch so hast du es ihm vergeben, dass er es getan hat? Ja, habe ich. Also du meinst, für ihn und sein Leben hatte das eine Logik und das war eine Zwangsläufigkeit, das musste so geschehen. Ja, weil ich habe schon mit vielen darüber gesprochen, auch mit meiner Tante und mit meinem Bruder, mit dem ich noch Kontakt habe. Und er sagt, du hast keine Schuld. Mhm. Das konnte niemand voraussehen. Mhm. Sonst wäre ich ja zu Hause gewesen. Mhm. Nun ist das ja, auch wenn man schon ein bisschen älter ist, aber du bist ja erst 37 oder warst damals 36, 35, das ist ja schon ein gravierender Einschnitt im Leben, wenn man fast auf einen Schlag beide Eltern verliert. Mhm. Wie war das für dich, als du dann plötzlich komplett ohne Eltern dastandst? Ja, also am Anfang konnte ich es einfach irgendwie nicht glauben. Es war für mich, ich war ja wieder bei meinem Freund. Und der wohnt im anderen Stadtteil und da konnte ich natürlich nicht immer hin und her pendeln, das sind 280 Kilometer, das geht nicht. Mhm. Und dann war das eigentlich normal, dass ich mit meinen Eltern keinen Kontakt hatte oder beziehungsweise nicht da war. Mhm. Zwar haben mir die Anrufe gefehlt, aber die habe ich sowieso nur einmal die Woche getätigt und dann war nichts. Mhm. Wenn ich dann nach Hause kam und meine Mama pflegen sollte, dann war es natürlich, wie sie weg war, war es dann natürlich komisch. Mhm. Da war jetzt mit einmal keiner mehr, weil meine Mama war ja noch da, mit der konnte man reden, was haben wir früher alles gemacht und so und so. Mhm. Und jetzt war keiner mehr da. Also ich habe bis jetzt ungefähr gebraucht, um endlich zu akzeptieren, dass sie tot sind. Ich habe sehr oft von denen geträumt und ja, das war alles aber, so real. Aber du sagst bis jetzt, das ist ja auch gar nicht so lange, finde ich. Insofern ist das wahrscheinlich ganz normal, ein ganz normaler Prozess, den du gerade beschrieben hast, für dich. Du wolltest mir das einfach mal so erzählen, dass das in deinem Leben so geschehen ist. Dass, und ich wollte eigentlich meinem Freund sehr dafür danken, dass er wirklich für mich da war. Also ohne den hätte ich es nicht geschafft. Und ich möchte auch meinem Bruder Marco danken. Der hört das sowieso nicht, der ist jetzt im Urlaub. Aber der ist aber sagen auch immer für mich da gewesen in der Zeit. Liebe Bambina, dann hoffe ich, dass du das weiterhin so verarbeiten kannst und auch akzeptieren kannst. Und wünsche dir von Herzen alles Gute, dir und deinem Partner. Ja, dir auch, du. Dankeschön, dann. Tschüss. Jo, tschüss. 0800 220 5050. Solltet ihr gerade im Fernsehen reingezappt sein, wir bitten zu entschuldigen, dass wir sehr viel später heute angefangen haben. Und das für heute geplante Thema Schuld, das verschieben wir auf die Nacht von Donnerstag auf Freitag. Also wer in der Nacht von Donnerstag auf Freitag mit mir über das Thema Schuld sprechen möchte, der möge sich bitte melden. Also zum Beispiel Leute, die eine große Schuld empfinden, die sich schuldig gemacht haben, die vielleicht damit nicht zurande kommen.
die sich damit quälen, vielleicht über Jahre oder gar Jahrzehnte. Mit den Leuten würde ich gerne reden, würde auch gerne mit Leuten reden, die sich auch schuldig gemacht haben, aber einen Weg gefunden haben, damit klarzukommen. Das ist unser Thema in der Nacht von Donnerstag auf Freitag. Ihr könnt euch ja per Mail schon anmelden oder dann eben am Donnerstagabend anrufen. So, herzlich willkommen, sage ich zu Carolina, 21. Guten Morgen. Ja, hallo. Hallo Carolina. Hallo. Um was geht's bei dir? Ja, ich bin ein bisschen aufgeregt, muss ich sagen. Das macht mir gar nichts, das schaffen wir schon. Ja, okay. Und zwar habe ich letzte Woche einen sehr krassen Fehler gemacht. Mhm. Und zwar habe ich meinen Freund betrogen mit einem Bekannten von mir, den ich nicht mal lange kenne und was auch... Also es hört sich jetzt blöd an, aber was für mich keine Bedeutung hatte, es war so eine Stimmung, wir waren beide betrunken und ja, ich habe es meinem Freund... Es ist einmal passiert? Ja. Du hast es deinem Freund? Erzählt. Du hast es deinem Freund erzählt. Wie lange bist du mit deinem Freund schon zusammen? Ungefähr 1,5 Jahre jetzt. Du hast es deinem Freund erzählt? Ja. Wie hat er reagiert? Ja... Mit Enttäuschung natürlich, also... Na gut, man kann enttäuscht sein, indem man ganz traurig wird, man kann zornig sein, man kann auf den Tisch hauen. Was hat er getan? Eigentlich ist er sehr ruhig geblieben, aber trotzdem, also er war sehr verletzt und traurig und das habe ich gesehen, als er mir gegenüber saß am Tisch. Und das hat mich eigentlich noch viel mehr, ja, getroffen, sage ich mal, dass ich ihn so sehe, als wenn er mich vielleicht... angeschrien hätte und wütend gewesen wäre oder keine Ahnung. Was hat er gesagt? Hat er eine Konsequenz angedroht? Also wir sind eigentlich so verblieben, dass er dann nach Hause gefahren ist und ich ihm gesagt habe, melde dich, wenn du dann Lust dazu hast. Und hat er sich seitdem wieder gemeldet? Das war jetzt erst Sonntag, also vor 2 Tagen. Ich habe ihm eine E-Mail geschrieben und heute hat er geantwortet. Was hat er geantwortet? Ich habe ihn auf dem AB gesprochen, wie es ihm so geht, ob er klarkommt und, also blöde Frage, aber das habe ich halt gemacht und... Und? Seine Antwort? Doch, er hat gesagt, ich soll mir nicht so viel Sorgen machen. Er hätte sich erstmal eine Woche frei genommen von der Arbeit, würde aber jetzt sehr viel nachdenken und ja. Also... Es ist noch nicht alles verloren, höre ich daraus. Nein, aber... Das heißt, der liebt dich schon nach wie vor sehr? Ja? Ja, ich hoffe. Und du ihn auch? Ja, natürlich. Und du hast das wirklich aus einer blöden Stimmung herausgemacht, mit Alkohol? Ja. Habt ihr wenigstens verhütet? Ja, haben wir. Das schon, daran kannst du dich noch erinnern, so dicht warst du nicht. Nein, also da bin ich mir sicher, ja. Ja, Caroline, ist natürlich nicht schön, wenn sowas passiert. Ja, aber ich finde schon mal gut, dass du es ihm sofort gesagt hast. Das finde ich schon mal sehr gut. War nicht einfach, aber es war besser. Dieser Mann, mit dem du das gemacht hast, das ist ein gemeinsamer Bekannter von euch? Nein, das ist ein Freund von mir, nicht wirklich. Also ein Bekannter von mir, den ich auch noch nicht lange kenne. Und den kennt dein Freund auch? Von Erzählungen persönlich. Von Erzählen. Aber nochmal so ganz unter uns beiden, da ist überhaupt kein Gefühl im Spiel, du und dieser Mann. Nein. Nix, dich interessiert der überhaupt nicht. Nein, also ich fand den so ganz nett als Kumpel so, aber zum Beispiel jetzt auch, bin auch mit ihm verblieben, dass wir uns erstmal nicht treffen und dass ich mich, wenn überhaupt, dann melde. Und mir ist die Beziehung so wichtig, dass ich fand den Typ so ganz nett, ganz witzig, aber ich breche den Kontakt radikal ab. Das ist mir die Beziehung einfach zu wichtig, verstehst du? Ja, das ist genau die richtige Verhaltensweise, finde ich. Wo ist das passiert? Bei dem zu Hause, bei dir zu Hause? Bei dem zu Hause, weil ich nicht mehr richtig nach Hause kam, weil die Bahnen nicht mehr fuhren. Und das heißt, du hast auch dann richtig übernachtet bei dem? Ja. Und wie war das am nächsten Morgen, als du aufgewacht bist? Ja, nicht schön. Der musste früh zur Uni und ich habe halt mitgekriegt, wie der gegangen ist und zur Uni gegangen ist. Da war ich auch noch kurz wach, weil der Wecker geklingelt hat. Und das ist ja schon mal ganz gut. Du musstest also nicht mit dem gemeinschaftlich frühstücken. Nein.
Das ist ja mal ganz schrecklich, wenn man dann auch aufwacht und denkt, ach du lieber Himmel, was habe ich jetzt gemacht? Nein. Und dann auch noch frühstücken. Caroline, ich finde, die ganze Sache hat noch eine Seite, die man gut, die sich hindrehen lässt. Der ist natürlich jetzt erstmal verletzt, dein Freund, ist auch völlig klar, ist auch normal. Ja, das will ich natürlich auch. Aber du hast ihm wahrscheinlich in dem Gespräch auch gesagt, dass du ihn sehr liebst und dass dir das irre leid tut und dass es nicht wieder vorkommt und so weiter. Ja, klar, also so. Das steht für mich auch fest. Er hört auch wahrscheinlich zu. Ach, er hört sogar zu? Ah ja. Denke ich mal, ja. Ja. Also ich finde, dass auch mal sowas passieren kann. Das sollte nicht passieren, aber... Ja, aber ich finde, das kann man auch nicht entschuldigen. Also nein, letztendlich nicht, aber es ist nun auch keine Weltkatastrophe. Weißt du was, viel schlimmer wäre, wenn du jetzt nebenher eine Weile wirklich eine Affäre hättest am Laufen. Wenn du dich verliebt hättest in jemanden, dann Freund wirst du nicht davon. Das ist jetzt einmal passiert, es war einmal Sex. Das ist schlecht, das darf nicht passieren, das ist Untreue. So, aber jetzt wollen wir auch nicht so einen riesen Zirkus daraus machen. Lieber Freund von Caroline, von Carolina, wenn du jetzt, wie heißt der mit Vornamen? Peter. Peter, wenn du jetzt zuhören solltest. Wenn du die Carolina wirklich liebst, zum Lieben gehört auch Vergeben. Ich habe keinen Zweifel daran, dass sie dich sehr liebt. Dann zieh du dich ruhig mal eine Weile zurück, ist auch dein gutes Recht, verstehe ich, würde ich auch machen. Man muss da nicht gleich mit wehenden Fahnen wieder zurückkommen. Ja, das erwarte ich auch nicht. Genau. Aber dann irgendwann muss man auch mal sagen, okay, komm, schwamm drüber. Und dann muss man in die Zukunft gucken. Dafür ist die Liebe zu wichtig. Wenn ihr beide euch wirklich sehr lieb habt, darf die von einem solchen Vorfall nicht kaputt gehen und kaputt gemacht werden, finde ich. Ja, und das meinst du also ernst? Also, ja, keine Ahnung. Was ich gerade gesagt habe? Ja, das meine ich sehr ernst. Das würde ich nicht sagen. Das wäre ziemlich albern, wenn ich das nicht ernst meine. Ja, nein, Entschuldigung. Ja, okay. Ich verstehe, dass du jetzt ein bisschen durch den Wind bist, aber... ja, ich bin auch aufgeregt, leider, total. Ja, verständlicherweise. Aber vielleicht hat Peter ja zugehört und ich würde an deiner Stelle mich mal ein bisschen zurücknehmen, ihn auf keinen Fall jetzt zu sehr bedrängen, sondern dass von ihm muss jetzt die Initiative ausgehen, dass er sagt, okay, versuchen wir es vorsichtig wieder anzugehen. Carolina. Und für dich muss es natürlich eine absolute Lehre sein, dass auch in einer Stimmung und auch mit Alkohol hast du deinen Freund im Kopf zu haben und nicht irgendeinen Kerl. Ja. Ne? Also das ist auch eine Frage der Einstellung. Das darf dir natürlich auch nicht wieder passieren. Nein, nie wieder. Ja, okay. Das war jetzt, glaube ich, ganz klar. Carolina, ich hoffe sehr für dich und für Peter, dass ihr euch wieder berappelt und dass es vorangeht. Ja. Alles Liebe. Ja, danke. Ich finde deine Sendung ganz toll und ich höre es auch jede Nacht und es ist krass, dass ich jetzt schon durchgekommen bin. Danke, dass du das gesagt hast, Carolina. Vielen Dank. Alles Gute wünsche ich dir. Okay, danke. Tschüss. 0800 220 50 50. Hier ist Dominik, 27. Hallo. Hallo, Domian. Hallo, Dominik. Um was geht's? Ja, es geht darum, Domian, dass ich Vater geworden bin. Gratulation. Ein Sohn, ja, genau. Wann? Zwar ist das Kind im Juni 2006 geboren. Ah ja, das ist ja schon eine Weile her. Ich habe aber erst Informationen über eine mögliche Vaterschaft bekommen im Oktober 2007. Aha. Über das Arbeitsamt. Durch das... Wie bitte? Über das Arbeitsamt. Du hast die Information, dass du Vater geworden bist, über das Arbeitsamt bekommen? Ja, und zwar hat die Kindesmutter da wohl irgendwie Hartz IV oder sowas beantragt. Und die wollen jetzt von mir Geld haben, weil ich ja unterhaltspflichtig bin. Ach, und du hattest mit dieser Frau gar keinen Kontakt mehr? Mit der halt gar nicht mehr. Gar nicht. War das eine Ein-Nacht-Affäre? Eine Ein-Nacht-Affäre, wo ich ja, doch, muss ja. Also, ja. Ich weiß es nicht mehr hundertprozentig. Aber nein, aber du wirst doch wissen, ob du mit der Frau ein paar Monate irgendwie rumgemacht hast oder nur eine Nacht. Gar nicht. Eine Nacht nur. Aber du konntest dich an sie noch erinnern. Ich konnte mich an sie erinnern, ich kenne sie auch. Ich war mit der vor Jahren schon mal zusammen. Und in dieser einen Nacht wurde offensichtlich versäumt, ein Kondom zu benutzen. Ja. Warum? Warum? Kann ich nicht sagen. Alkohol im Spiel gewesen. Ja. Wie mich dieses Argument ermüdet, wenn ich das immer höre. Ja, also ich weiß, das ist kein Grund, aber zumindest ist es ein Teil von dessen, würde ich sagen. Also, bitte?
Ich sage, das ist kein Grund. Man kann sich auch von Alkohol zurückschieben. Aber nein, also ich bin aber ja... Aber ein Fall von dessen. Ja. So, erzähl mal weiter. Also, dann habe ich das erste Schreiben vom Arbeitsamt bekommen. Hm? Jedoch. Vom Arbeitsamt. Und das habe ich dann weggeschmissen. Ich so, was wollen die von mir? Ich dachte, die haben mich vertan. Hm? Ja, und dann kam das zweite Schreiben. Und da bin ich dann stutzig geworden, habe das dann erstmal aufbewahrt. Hm? Und nach ein paar Wochen kam Schreiben vom Familiengericht aus Dortmund, dass ich zur Vaterschaftsklage gebeten werde. Das ja, was? Dass ich zur Vaterschaftsklage gebeten werde. Ja. Allerdings hat die Kindesmutter auch mehr Verkehr eingeräumt. Die hat mehr Verkehr. Du redest schon ein bisschen juristisch, ne? Dass die hat mehr Verkehr eingeräumt. Das heißt, die hat eingeräumt, dass sie mit mehreren Typen gepennt hat. Ja, ja, das sind solche Fachbegriffe. Da gibt es die Beigewohnte und solche Sachen. Also ganz komisch irgendwie. Lange Rede, kurzer Sinn. Was ist? Gab es einen Test, einen Vaterschaftstest? Ja, Vaterschaftstest, genau. Und ich habe jetzt vergangenen Freitag die Bestätigung bekommen, dass ich zu 99,99% der Vater bin. Das ist ja Wahnsinn. Letzte Woche Freitag hast du es definitiv erfahren, dass du wirklich der Vater dieses Kindes bist. Ja. Eines zweijährigen Kindes. Eines jetzt zweijährigen Kindes, genau. Wie heißt das Kind? Heißt Tobias Julian. Tobias. Hast du den kleinen Tobias schon gesehen? Nein. Und warum siehst du, warum geht das nicht, dass du ihn siehst? Ja, erstmal war ich vorher gar nicht sicher. Mhm. Und jetzt habe ich jetzt letzten Freitag die Bestätigung bekommen und ich weiß momentan gar nicht, was ich machen soll. Hast du den Kontakt mal mit dieser Frau aufgenommen? Nein, gar nicht. Ich wüsste jetzt nicht, wenn die mir die Tür aufmacht, wie ich da reagiere. Habe ich Schiss vor momentan, ehrlich. Also die hat natürlich diese ganze Sache eingeleitet und ins Rollen gebracht, die will Kohle haben. So sieht's aus. Die will Kohle haben. Ja, klar. Aber wurde vor Gericht irgendwas darüber auch besprochen, wie der Kontakt aussehen wird demnächst? Ich kann es dir nicht sagen. Also jetzt ist in der nächsten Woche ist nochmal eine Ladung vom Gericht rausgegangen am Rechtsanwalt. Mhm. Da muss ich persönlich aber nicht erscheinen, steht hier drin. Das heißt, bei der letzten Verhandlung hast du sie auch nicht gesehen vor Gericht? Nein, habe ich sie auch nicht gesehen. Warst du auch nicht da oder warst du da und sie nicht? Doch, ich war da. Die Anklage wurde ja bei das Jugendamt. Mhm. Und die haben ja nur, der Kläger ist ja eigentlich das kleine Kind. Mhm. Das wird vertreten über das Jugendamt. Ja. So, jetzt hast du natürlich, ne, du hast ja auch Recht, jetzt dein Kind zu sehen. Ja, allerdings weiß ich gar nicht, ob ich das will. Warum nicht? Ja, weiß ich nicht, irgendwie, kann ich nicht sagen, ich habe da irgendwie so ein Gefühl. Wie irgendwie so ein Gefühl? Was ist denn das für ein Gefühl? Irgendwie so ein Gefühl, es nicht haben zu wollen oder als wenn es mir untergeschoben ist. Weil. Aber es ist dir ja nicht untergeschoben. Nee, aber man hat gewisse Dinge verpasst irgendwie, finde ich, die zu einer Bindung auch beitragen. Man hätte mal der Geburt dabei sein können und andere Sachen geben, gut. Die jetzt alle weg sind. Ja, gut, da ist natürlich alles schief gelaufen, was nur hätte schief laufen können. Es fing damit an, dass ihr keine Kondome und nicht benutzt habt und nicht verhütet habt. Und dann hat sie sich nicht ordentlich verhalten. Aber Dominik, du bist 27 Jahre alt und du bist jetzt Vater geworden. Ja. Auch wenn die ganzen Umstände wenig erfreulich sind. Aber da muss doch sofort dein Verantwortungsbewusstsein einsetzen. Es ist dein Kind, es ist dein Sohn. Und der ist nun mal erst 2 Jahre alt. Da bestehen doch genügend Chancen, dass du eine Beziehung zu diesem Kind aufbaust. Du kannst doch nicht dich so aus der Verantwortung herausstehlen, dass du sagst, ich will das gar nicht sehen, das Kind. Was ist denn das für eine Haltung, Mensch? Also ich habe mit einer guten Freundin von mir drüber gesprochen, die war ungefähr auch der gleichen Meinung. Deiner Meinung oder meiner Meinung? Nee, deiner Meinung. Ja. Und da habe ich auch gesagt, ich meine, das ist momentan das, was ich viel, aber vielleicht ist das momentan auch alles ein bisschen viel auf einmal, dass ich das irgendwie verarbeiten muss. Ja gut, also du arme Seele, es ist ein bisschen viel auf einmal. Du hast es ja jetzt schon eine ganze Weile, hast du dich mit dem Thema ja schon befasst. Ja, ich bin ja die ganze Zeit mal davon ausgegangen, dass ich nicht wäre. Okay, aber jetzt. Ich bin davon überzeugt. Gut, aber du hast ja wahrscheinlich in diesen ganzen Monaten auch darüber nachgedacht, vielleicht bin ich es doch. Das heißt, mit dem Thema hast du dich beschäftigt. Ist aber jetzt völlig wurscht. Es ist jetzt so, wie es ist. Du bist der Vater und somit hast du einen Sohn. Und somit hast du verdammt nochmal, finde ich, die Pflicht, dich auch um dieses Kind zu kümmern. Stell dir mal vor, dieser Junge kommt irgendwann in 20, 25 Jahren zu dir, wenn du dich nicht um ihn gekümmert hast und fragt dich, was bist du denn für eine? Du hast mich völlig, völlig alleine gelassen in meinem Leben. Wie willst du denn das begründen? Ich meine, ich bin ja auch ein Adoptivkind, muss man so sagen. Ich bin ja mit Eltern aufgewachsen.
Ohne Vater, ohne Mutter. Ich bin Eltern aufgewachsen. Ja. Was heißt, was sagt... Das hat sagt mich auch schon gestört. Ich war auch mal der Meinung, dass es besser ist, wenn ein Kind auch einen Vater hat. Ja, siehst du, noch ein Argument mehr, wenn du die eigenen Erfahrungen gemacht hast. Ja klar, das ist eigentlich klar. Natürlich verstehe ich das, dass man das erstmal verarbeiten muss. Klar, okay, müssen wir auch nicht weiter darüber streiten. Aber eigentlich muss dann sofort auch der Mechanismus einsetzen, okay, nun ist es wie es ist alles irgendwie schief gelaufen, aber nun wollen wir das Beste draus machen. Ich sage ja auch nicht, dass meine Meinung jetzt oder meine Einstellung oder jetzt meine Aussage gerade richtig ist, aber im Moment fühle ich halt irgendwie ein bisschen komisch. Also, ich fände das Allerklügste, wenn du dich mit deinem Rechtsanwalt besprichst, wie man das jetzt am besten macht, dass du schnell Kontakt mit der Mutter aufnimmst und ihr dann ein kluges Reglement findet, dass du allmählich mit dem Jungen vertraut wirst und den auch dann regelmäßig sehen kannst. Ich soll das Beste sein. Fände ich am allerbesten für das Kind, für dich, ja, für das Kind und für dich. Mhm. Auch letztendlich für die Mutter. Wenn die Mutter das unterbinden würde, hat sie später irgendwann die Verantwortung zu tragen und sich zu rechtfertigen. Dann sagt der Junge, warum hast du verboten, dass ich meinen Vater sehe? Hm. Freu dich doch auch ein bisschen vielleicht. Ja klar, freue ich mich. Was muss das ein tolles Gefühl sein, wenn du dem kleinen Kerl zum ersten Mal gegenüberstehst? Ja, das weiß ich auch noch nicht. Wahrscheinlich wirst du dann ganz, ganz weich in den Knien. Das ist mein Kleiner, wirst du dann denken. Also wenn ich jetzt schon dran denke, kriege ich jetzt schon mal die Knie. So. Also, dann bin ich doch ganz guter Dinge, dass du dich um ihn kümmern wirst. Das sind jetzt im Moment noch so Reaktionen aufgrund der seltsamen Vorgänge, aber die Zukunft wird anders ablaufen. Dominik. Ich bin gespannt. Mann. Bin ich mal gespannt. Ja, ich bin da auch mal gespannt, aber ich hoffe sehr, dass ihr einen Weg findet. Du, deine Frau, ja, deine Ex-Freundin, zwar nicht meine Freundin, aber die Frau, mit der du das Kind hast. Sagen wir Kindesmutter. Kindesmutter, sagen wir die Kindesmutter. Und wichtig ist einfach, dass du einen guten Kontakt zu dem Kleinen aufbaust und dass der mit der Gewissheit aufwächst, da ist mein Papa. Und der Papa ist nett und der kümmert sich um mich und der ist immer für mich da. Das ist wichtig. Nur darum geht es. Ja, wunderbar. Dominik. Ich wachs mit der Aufgabe, das schaffe ich gut. Aber momentan ist halt alles Ja, gut. Ich gestehe dir noch ein paar Wochen zu, dass du dich erstmal einfindest in der Rolle, aber dann muss was passieren, okay? Ja, okay. Alles Gute wünsche ich dir. Du, Mann, ich danke dir. Tschüss. Ciao. Nochmal der Hinweis auf unser geplantes Thema heute Nacht. Wir hatten ja geplant, das Thema Schuld heute zu besprechen. Das machen wir in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, jetzt diese Woche. Und möchte gerne in dieser Sendung, also in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, mit euch über das Thema Schuld sprechen. Gerne mit Leuten, die sich sehr schuldig gemacht haben, die Schuld an etwas vielleicht sehr schlimm sind und damit nicht zurechtkommen. Große Gewissensbisse haben, davon geplagt werden. Und gerne mit Leuten, die auch eine Schuld tragen, aber die einen Weg gefunden haben, damit klarzukommen. Das ist unser Thema in der Nacht von Donnerstag auf Freitag. Ihr könnt mailen, euch schon anmelden unter domian@wdr.de oder Donnerstagnacht dann eben anrufen. Michael, 31 Jahre alt, guten Morgen. Ja, hallo. Hallo Michael. Hallo, es geht darum, mein Onkel liegt jetzt seit 17 Tagen im Krankenhaus. Mhm. Er ist vor 17 Tagen an dem Samstag ich habe ihn eine halbe Stunde vorher noch angerufen, wollte ihn rasieren und die Haare schneiden und dann eine halbe Stunde später bin ich bei ihm bei der Wohnung gewesen und das hat keiner mehr aufgemacht. Mhm. Das heißt, du hast ein enges Verhältnis zu deinem Onkel und bist eine Bezugsperson. Ja, genau. Und der Onkel war schon sehr krank? Also er hat Diabetes und war unterzuckert. Mhm. Und ist umgekippt, obwohl ich ihm vor 2-3 Wochen vorher noch sehr viel so einen Traubenzucker hingestellt habe und gesagt zu ihm, du nimmst jeden Abend 2 Stücke Zucker. Und das hat er auch gemacht. Und er war trotzdem unterzuckert und hat dann irgendwie unterzuckert und dann, hat dann erbrochen irgendwie und hat dann eben das Ganze, was aus dem Magen kam, mit eben eingeatmet. Mhm. Und jetzt liegt er im Krankenhaus. Und wie ist sein Zustand? Sein Zustand ist sehr, sehr kritisch. Ist er bei Bewusstsein? Nein. Ist er nicht. Was hat das für eine Auswirkung, wenn man Erbrochenes einatmet? Was geschieht dann? Es
geschieht, dass man im Endeffekt Flüssigkeit in die Lunge kriegt und dann eben noch die ganzen Magensäfte auch noch in die Lunge und das zerfrisst die ganze Lunge, das bringt gar nichts mehr, man kann das nicht mehr absaugen und gar nichts. Heißt also, das? Er hat jetzt gerade noch 1 bis 3 Monate zu leben. Ach, so ernst ist es. Das hat man dir gesagt, dass... Das hat man seiner Schwester gesagt, die jetzt am Montag da war aus Magdeburg. Der Onkel ist ohne Bewusstsein? Ohne Bewusstsein. Erstens, wo die Polizei bzw. der Krankenwagen ihn, der Notarzt? Die Feuerwehr, genau, Notarzt. Gefunden hat in der Wohnung, haben ihm Zucker gegeben, weil er unterzuckert war. Und danach war er nicht ansprechbar und er wusste gar nicht, wo er war, obwohl er unterzuckert war. Normalerweise ist man danach ansprechbar, wenn man Diabetiker ist. Das werden die meisten Leute auch wissen. Ja. Das heißt, die haben das gar nicht im ersten Moment kapiert, dass er das eingeatmet hatte? Nein, gar nicht. Und zwei Tage vorher, bevor das war, ist er aus dem Bett gefallen, auf eine Nachttischlampe drauf, hatte eine dicke, fette Platzwunde am Kopf. Und da ist Blut über das ganze Gesicht und überall hingeströmt. Und er sagt, und ich wollte, habe ihm zu ihm gesagt, ich komme morgen bei dir vorbei, rasiere dich und schneide dir die Haare. Das hatte ich dich gerade gefragt und das war vielleicht ein Missverständnis. Bevor das passiert ist mit dem Einatmen des Erbrochenen, war dein Onkel schon doch auch ein recht kranker Mann? Ja, Diabetes hat er schon gehabt. Aber er konnte sich er konnte sich noch laufen und bewegen und so, aber die letzten 2 Wochen ist er nicht mehr aus der Wohnung gegangen, weil er sich wackelig auf dem Bein gefühlt hat. Was ist das für ein Verhältnis, das du zu deinem Onkel hast? Wie würdest du das beschreiben? Ein sehr nettes, liebesvolles, herzliches Verhältnis. Also wenn ich in Anführungsstrichen in der Scheiße gesteckt habe, ob es jetzt Geldschulden waren oder sonstiges, er hat mir aus allen rausgeholfen. Auch Umzüge hat er bezahlt und, obwohl ich kein Geld habe. Hast du noch Eltern? Ja, habe ich noch, aber die wollen mit mir nichts mehr zu tun haben. Das heißt, der Onkel ist die nächste Bezugsperson, kann man das sagen? Genau. Und daher auch halt so ein sehr wichtiger Mensch für dich? Ja, auf jeden Fall. Und jetzt ist es definitiv, dass die Ärzte eine solche Aussage getroffen haben, dass er nicht mehr lange wird leben. Genau. Vorher wurde er normal durch den Mund beatmet mit so einem Dings. Jetzt hat er seit 2 Tagen Luftröhrenschnitt. Besteht denn die Hoffnung, dass er nochmal zu Bewusstsein kommt? Nein, aber dazu muss ich noch sagen, er liegt aber auch noch an der Dialyse, weil seine Nieren nicht mehr funktionieren. Was ist das für dich für ein Gefühl, wenn du da in diesem Krankenzimmer stehst? Das muss ja ein ganz trauriger Anblick sein. Es ist ein beschissenes Gefühl. Echt, wirklich so krass zu sagen, es ist wirklich ein beschissenes Gefühl, da zu stehen und ihn zu liegen zu sehen, weil das hat echt keinen Sinn mehr. Das heißt, du musst jetzt quasi schon einen Abschied von ihm nehmen. Ja. Und damit rechnen, dass es auch unter Umständen jeden Tag dann zu Ende sein kann. Genau, so kann es sein. Wie alt ist der Onkel? Er hätte sich jetzt am 16.06. noch Geburtstag. Er wäre jetzt am 16.06. 67 geworden. Dann kann man ja fast in einem solchen Fall immer so denken, sich fast wünschen für den Onkel, wenn es wirklich alles hoffnungslos ist, dass er relativ schnell erlöst wird. Ja, das auf jeden Fall. Das Problem ist, sind auch die Schwester ist nach Hamburg gekommen, weil wir eigentlich in die Wohnung wollten. Aber die Polizei hat dann gesagt, nein, sie kriegen den Schlüssel nicht, weil mein Onkel zuerst ein Dings unterschreiben muss, eine Vollmacht. Und wenn man ihn nicht ansprechen kann und er gar nicht da ist, dann kann er nichts machen. Warum wollte er jetzt unbedingt in die Wohnung? Weil da noch sehr viele Lebensmittel sind, die weggeschmissen werden müssen und sich um alles andere auch noch kümmern. Aber das Problem wird man doch sicher lösen können, aufgrund der Tatsache, dass der Mann... Nein, die Polizei macht einfach, sagt, da kann ja jeder kommen. Das sagt die Polizei wirklich. Die sind extra aus Magdeburg nach Hamburg gefahren, die sind 7 Stunden hierher gefahren. Aber man wird das ja, die verwandtschaftliche Verbindung wird man ja nachweisen können. Ja, aber erst wenn man im Endeffekt einen Erbschein hat, dann kriegen wir den Schlüssel. Ach, verstehe.
Also so, das kommt auch noch hinzu. Na gut, dann ist es vielleicht auch jetzt egal, ob er nun in die Wohnung kommt oder nicht. Ja, das ist... Wichtiger ist jetzt, dass er dem Onkel beisteht, dass du dem Onkel beistehst und dass du immer ins Krankenhaus gehst, auch wenn er ohne Bewusstsein ist. Man weiß es ja nicht, ob ein Mensch das vielleicht doch irgendwie wahrnimmt. Er merkt es. Seine Schwester ist auch Diabetikerin. Die war über ein halben Jahr im Koma, aber nicht so schlimm wie jetzt mein Onkel. Mhm. Ja, siehst du, wenn du sagst, er merkt es, dann tu so viel Gutes wie möglich noch für deinen Onkel, indem du da bist und einfach ihm beistehst. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste, Michael. Ja, aber es hat im Endeffekt das Feierabend bei ihm. Mhm. Weil es hat keinen Sinn mehr. Sagen die Ärzte auch. Und dadurch, dass sie die Flüssigkeit und die Säure nicht rauskriegen aus der Lunge, ist Feierabend. Ja. So, dann wünsche ich dir Kraft für den Beistand. Ja. Und ich wünsche deinem Onkel, dass er so wenig wie möglich noch leiden muss. Ja, auf jeden Fall. Er kriegt sowieso nichts mit. Alles Gute von Herzen. Ja. Tschüss. Danke. Tschüss. Frederik ist hier. Frederik ist 34. Guten Morgen. Ja, hallo Domian. Hallo Frederik. Was ist dein Thema? Eigentlich muss ich ja sagen, wenn ich meinen Vorredner gehört habe oder Bambina, wo jetzt so richtig dicker kam Dampfen ist, bin ich ja glimpflich weggekommen. Bei mir haben sie heute eingebrochen. Aha, bei dir haben sie eingebrochen, in der Wohnung? Ja. Und, was ist rausgenommen worden, geklaut worden? Erstmal sieht es ja aus, als wäre eine Bombe eingeschlagen, weil sie alles durchwühlt haben und ja, dann haben sie ein bisschen Bargeld gefunden. Und was mir leid tut, ist halt so Familienschmuck von meiner Großmutter, die schon verstorben ist. Waren das wertvolle Sachen? Ich habe sie nicht schätzen lassen, aber der persönliche Wert, den... Der persönliche Wert ist es, ja. ...können sie auch nicht ersetzen. Ja. Wie sind die reingekommen? Die sind, ich habe eine Wohnung in einem Zweifamilienhaus und der Vermieter ist momentan nicht zu Hause, sind so unten durch die Balkontür rein, dann durch den Hausflur und haben dann bei mir die Wohnungstür aufgebrochen und tja. Und dann rein und somit dann auch in die Wohnung reingekommen. Ja, ja. Wann hast du die Sache entdeckt? Erst, wo ich von der Arbeit kam heute Abend um 7:45. Ach du liebe Zeit, das ist aber gar nicht so lange her. Du hast die Polizei dann benachrichtigt? Ja, die sind dann vorbeigekommen und haben aber auch direkt gesagt, ja, der Erkennungsdienst hat schon Feierabend, der kommt dann erst morgen Vormittag. Ja, wunderbar. Und was jetzt so ein bisschen blöd ist, ist eigentlich... Das heißt, du sitzt jetzt in dem Chaos da? Ich sitze in dem Chaos, darf auch nichts großartig anfassen und bewegen und muss jetzt auf morgen warten, dass die vorbeikommen. Mhm. Ich glaube ja, bei so einem Einbruch geht es, also die meisten von uns haben ja keine großen Wertgegenstände in der Wohnung, also viele nicht, manche Leute schon, aber es geht ja eigentlich auch darum, dass so fremde Menschen in diese Privatsphäre eingedrungen sind. Das ist einfach, wenn du genau weißt, da ist jemand durch dein Schlafzimmer gelaufen oder durch die Wohnung und so spät am Abend habe ich jetzt auch keinen Schlüsseldienst mehr gerufen, habe das jetzt einfach mal die Tür so weit verriegelt und verrammelt, aber ist wahrscheinlich auch nicht mit zu rechnen, dass heute Nacht noch jemand kommt. Hast du denn... Das ist blöd, weil sie auch die Tür aufgebrochen haben und ja, ist herzlich willkommen, jeder könnte jetzt noch vorbeischauen. Hast du den Ruf, irgendwie wohlhabend zu sein, dass die dachten, aber dem können Überhaupt wir was holen? Nicht. Überhaupt nicht. Ja. Also ein völlig sinnloser Einbruch. Und die haben auch erst seit kurzem hier, also von daher kennt mich hier auch eigentlich kaum jemand. Und ist das schon öfters da in der Umgebung bei euch vorgekommen? Ich bin absolut nicht bekannt, weil ich ja, wie gesagt, erst seit kurzem hier wohne. Oder die wollten vielleicht unten zu denen, die unten wohnen? Ja, es ist halt wahrscheinlich auffällig, dass die auf einmal, dass tagsüber niemand im Haus ist. Mhm. Ich gehe morgens aus dem Haus, komme erst am Abend wieder. Mhm. Und wie viel Bargeld war das, was du da hattest? 850 Euro. Ja. Sollte man auch nicht zu Hause aufbewahren, so viel? Sollte man dann auch nicht, nee. Habe ich dann jetzt auch gemerkt. Und ja, ist halt einfach blöd, weil ich außer Fremde hier hingezogen bin, hier eigentlich so kaum Freunde, Bekannte habe. Und ein guter Freund von mir, der dann heute auch noch wieder eingeladen war, auch keine Zeit hatte, dann man fühlt sich einfach so ein bisschen allein. Ja, glaube ich. Wie lange wohnst du da jetzt schon? Knapp ein halbes Jahr. Halbes Jahr. Und kommst von einer ganz anderen Gegend bis da hingezogen. Ja, ja. Ja, da ist das natürlich auch gleich ein schlechtes Omen, ne? Dass man denkt, jetzt bin ich hier hingezogen, dann gleich so eine Sache, da fühlt man sich ja noch unwohler, wenn das schon alles fremd ist. Ja, aber vielleicht dann musst du halt jetzt durch die Nacht durch, bis morgen die Polizei da war.
Und dann wird ein neues Schloss eingebaut und alles ein bisschen sicherer gemacht. Ich hoffe. Lass dich beraten von der Polizei, was für ein Schloss das Beste ist, wie man die Tür vielleicht noch ein bisschen sicherer kriegen kann. Das haben sie mir sofort angeboten. Also muss ich sagen, die zwei Mädels, die zu Besuch kamen, waren echt nett. So, dann wünsche ich dir, dass du den Schock überwindest. Du hast ja gerade schon gesagt, im Gegensatz zu anderen Sachen... bei mir ist ja keiner gestorben. Genau, aber dennoch, in dem Moment ist man natürlich auch dann geschockt und betroffen. Aber man muss versuchen, immer die Relationen dann zu finden. So sieht's aus. Mein Lieber, komm gut durch die Nacht und alles Gute wünsche ich dir. Und weiterhin viel Erfolg mit deiner Sendung. Vielen Dank, sehr nett von dir. Tschüss. Ja. In der Technik heute Nacht Gero Kuntermann. Nochmal Entschuldigung für die Verspätung im Fernsehen. Morgen haben wir auch wieder eine freie Sendung. 1 Uhr Radio ist live, 1 Uhr wieder Fernsehen, 1 Uhr 1 Festival, ich hoffe es. Und in der Nacht von Donnerstag auf Freitag dann das Thema Schuld. Ich wünsche euch eine gute Nacht, eine schöne Nacht und sage Tschüss, bis morgen. Bye, bye.